Wir haben soziale Verbesserungen durchsetzen können. Wir haben Beschäftigungsrekord, Wirtschaftswachstum und Haushaltsüberschüsse. Aber ich sage auch, wir können nicht selbstgefällig in eine Wohlstandsillusion verfallen. Die sozialen Unterschiede in Deutschland wachsen wieder. Es gibt mehr Risse, viele Risse, tiefe Risse. Beim Vermögen, beim Einkommen, bei den Chancen. Alles ist in Deutschland ungleich verteilt. Ungleichheit gefährdet sozialen Fortschritt. Deutschland ist ein reiches Land. Es ist aber kein gerechtes Land. Ich sehe Reichtum bei wenigen, Armut bei zu vielen. Und deswegen ist der Kampf um sozialen Fortschritt wie in der Vergangenheit auch heute eine Tagesaufgabe, Kolleginnen und Kollegen, die wir annehmen. Es sind die hohen Einkommen und die Unternehmensgewinne, die am stärksten wachsen. Kapitaleigner und Vorstände der Großkonzerne essen den Keks. Für die Mittelschicht und die unteren Lohngruppen fallen nur die Krümel ab. Und wer arm an Geld ist, ist auch arm an Chancen. An der Bildungsgerechtigkeit zu sparen, ist der größte Fehler überhaupt. Denn wenn die Schule, die Ausbildung und das Studium des Kindes wieder so 50% davon abhängigen, wie dick oder dünn der Geldbeutel der Eltern ist, dann ist Gerechtigkeit noch fern, Kolleginnen und Kollegen. Und die sozialen Frechheiten sind noch lange nicht zu Ende aufgezählt. Ein Rentenniveau, wo man das Niveau mit der Lupe suchen muss. Eine paritätische Krankenversicherung, die gar nicht mehr paritätisch ist. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Und wir sind heute auf dem Johannes Rau-Platz. Johannes Rau hatte diese Verpflichtung zur Gerechtigkeit im Auge, als er sagte, ich darf ihn zitieren, ein Staat, der sich nicht am Ziel der Gerechtigkeit orientiert, ist nichts anderes als eine gemeine Räuberbande. Recht hat er, Kolleginnen und Kollegen. Es ist das Allerletzte, wenn Wohlhabende und Unternehmen ihr Geld in Panama oder sonst wo parken, um sich aus reiner Gier mit dubiosen Finanzgeschäften davor zu drücken, ihren Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Jedes Jahr werden der Staatskasse gut 100 Milliarden Euro vorenthalten. Das ist Geld, das der Allgemeinheit, das uns als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gehört, Kolleginnen und Kollegen. Stellt euch vor, 100 Milliarden, was kann man damit alles machen? Moderne Schulen, bezahlbare Schwimmbäder, Wohnungsbau und vieles mehr. Wachsende Ungleichheit hat aber auch noch eine andere Schattenseite. Und das hängt auch mit diesem Misstrauen, da sind welche, die das Geld zur Seite schaffen, andere, die haben nichts davon zusammen. Es zerstört nämlich das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und der Politik. Es macht Kolleginnen und Kollegen auch offen für die dumpfen Parolen der Rattenfänger von rechts. Wachsende Ungleichheit ist der Nährboden für Rechtspopulisten und Rechtsextreme. Es geht um die Angst, um den Job. Rutsche ich nach Hartz IV ab? Kann ich meinen Kindern ein gutes Leben bieten? Diese Angst geht bis in die Mitte der Gesellschaft. Und ob es uns auch nicht schmeckt unter den AfD-Wählern, sind auch Gewerkschaftsmitglieder, die glauben, die AfD sei eine wählbare Alternative. Aber ein Blick in den Entwurf eines Parteiprogramms dieser Truppe lässt uns Gewerkschafter schaudern. Privatisierung der Arbeitslosenversicherung und Unfallversicherung, Auflösung der Bundesanstalt für Arbeit, Erhöhung des Rentenalters. Ich sage, die AfD ist keine Partei für die kleinen Leute und keine Partei für die Mitte der Gesellschaft. Sie ist Sozialkelder als die FDP jemals war. Sie ist definitiv keine Alternative, Kolleginnen und Kollegen. Die Hetze gegen Menschen, die aus Krieg und Elend flüchten. Die Hetze gegen die muslimischen Bürgerinnen und Bürger, die uns angeblich überfremden.
Diese Hetze verurteile ich aufs Schärfste. Deswegen gilt weiter, die Würde des Menschen ist unantastbar. Kein Platz für Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt, weder auf der Straße noch in den Betrieben, Kolleginnen und Kollegen. Fremdenfeindlichkeit ist keine Meinung. Fremdenfeindlichkeit ist ein Anschlag auf unsere Kolleginnen und Kollegen, wo wir tagtäglich gut miteinander arbeiten. Ich weiß aber auch, dass viele von euch aktiv damit anpacken, wenn es darum geht, Flüchtlingen zu helfen. Auch deswegen, auch von mir, mein Dank an all die Engagierten, die heute Tag für Tag beweisen, Solidarität ist machbar, auch in dieser Frage, ganz praktisch, ganz mitten im Leben. Dankeschön für dieses Engagement. Wer es aber ernst meint mit mehr Integration, der muss auch die Türen der Schulen und der Betriebe öffnen. Die IG Metall hat mit dem Integrationsjahr einen Mix aus Arbeit, Qualifizierung und Sprache einen Vorschlag in die Debatte gebracht, wie Integration in Arbeit ganz praktisch gemacht werden kann. Und wir sagen deutlich, Integration ist kein Grund und keine Begründung, irgendwie am Mindestlohn herumzufummeln. Ich kann nur sagen, wer die Flüchtlingsfrage zum Abbau von Sozialrechten missbraucht, findet unseren Widerstand, Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen gute und sichere Arbeitsplätze, und zwar für alle. Auch in der Arbeitswelt der Zukunft, der digitalen, der globalen Arbeitswelt. Und weil sich so viel stark verändern wird, gilt, wer sich nur im Klein-Klein verliert, wer zögert und verzagt, der sorgt für Rückschritt, nicht für Fortschritt. Und je komplexer die Themen sind, umso wichtiger werden Werte, an denen wir die Arbeitswelt von morgen messen. Werte guter Arbeit, Werte wie sicher, Werte wie gerecht, Werte wie selbstbestimmt. Aber was bedeutet sicher? Sicher bedeutet zu wissen, auch am nächsten Tag habe ich meinen Arbeitsplatz, bin frei von der Angst, einfach gekündigt zu werden. Zu wissen, es gibt Betriebs- und Personalräte, die meine Interessen vertreten. Zu wissen, wer das Gleiche wie ich arbeitet, der bekommt auch den gleichen Lohn. Und wir wollen zumindest dieses Minimum an Ordnung. Und die Bundesregierung will dem Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen endlich ein Ende setzen. So steht es im Koalitionsvertrag. Jetzt muss sie endlich liefern. Missbrauch von Werkverträgen, das bedeutet nichts anderes, als Arbeit billig zu machen, indem man Tarifverträge missachtet, Mitbestimmung bekämpft. Im Bereich der IG Metall waren das 2 von 3 Betrieben. Ganze Produktionsschritte werden rausgeschnitten. Logistik, Instandhaltung, ja selbst die Buchhaltung. Das gilt auch für andere Branchen. Zum Beispiel die Fleischindustrie. Da werden systematisch Menschen aus Rumänien und Bulgarien angeworben, die in deutschen Betrieben dann zu miserablen Löhnen schuften. Ich erinnere nochmal, im Koalitionsvertrag steht, wir werden den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern. Da steht nicht, wir wollen vielleicht ein bisschen den Missbrauch verhindern, Kolleginnen und Kollegen. Und was da drin steht, muss auch jetzt umgesetzt werden, Kolleginnen und Kollegen. Und wir geben keine Ruhe, bis dieser Missbrauch allemal beseitigt ist. Sicher, gerecht und selbstbestimmt. Sicher heißt auch, wenn ich alt bin, kann ich von meiner Rente leben. Das hat mehr oder weniger jahrzehntelang in Deutschland funktioniert. Heute ist es so, wer 45 Jahre lang durchschnittlich verdient hat, ununterbrochen, erhält eine Rente von gut 1.300 Euro. 1.300 Euro nach einem langen Berufsleben. Und das Rentenniveau sinkt und wird weiter sinken, das ist in der Rentenformel fest angelegt, wenn nicht politisch entgegengesteuert wird. Und daher sagen wir, wir brauchen einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Schluss mit dem Absenken der gesetzlichen Rente. Wir wollen Lebensqualität im Alter, Schutz vor Armut ist uns zu wenig, Kolleginnen und Kollegen. Doch selbst Schutz vor Armut
wird das für eine wachsende Zahl von Menschen immer zwingender, gerade von Kolleginnen. Von Befristung zu Befristung, von Niedriglohn zu Niedriglohn, von Leiharbeit zu Leiharbeit. Viele haben nicht mehr die Möglichkeit, gescheit für die Rente vorzusorgen. Und so wundert es kaum, wenn in den Städten immer mehr alte Menschen Zeitungen austragen oder Pfandflaschen aus den Mülltonnen holen, weil die Rente nicht reicht. Mittlerweile ist das Thema auch bei den Politikern angekommen. Aber machen wir uns nichts vor, gerade in dieser Frage, ohne Druck wird da gar nichts passieren. Und deswegen bin ich froh, dass wir als DGB-Gemeinschaften gemeinsam erklären, wir wollen einen wirksamen Kurswechsel bei der gesetzlichen Rente. Wir brauchen eine gesetzliche, betriebliche Altersversorgung, die auch bei den Beschäftigten ankommt. Und was wir garantiert nicht brauchen, Kolleginnen und Kollegen, ist eine längere Lebensarbeitszeit, wie sich Finanzminister Schäuble so herbeifantasiert. Bis 70 arbeiten, das geht für den meisten komplett an der Realität vorbei. Wir wollen Lebensqualität im Alter und kein Schuften bis ins Grab, Kolleginnen und Kollegen. Sicherheit, das brauchen auch die Beschäftigten der Stahlindustrie. Für die Stahlindustrie ist dieses Jahr ein Schicksalsjahr. EEG-Novelle, Emissionsrechtehandel, Stahl zu Dumpingpreisen aus China. Das sind die Punkte, um die es geht. Da sind sich die IG Metall mit den Stahlbeschäftigten und den Stahlarbeitgebern in diesem Fall auch einig. Wir sagen ja zu klimapolitischen Zielen, aber nicht auf Kosten der Beschäftigung. Das Klima in der Welt ist nicht teilbar und Klimaschutz auch nicht. So wie wir in Deutschland herstellen, Stahl herstellen, ist es am umweltfreundlichsten. Es kann nicht sein, dass bei uns 85.000 Menschen ihre Arbeit verlieren, damit wir mit Stahl aus Russland und China die Stahlproduktion, deren Stahlproduktion das Klima um ein Vielfaches mehr verpesten, versorgt werden. Das ist keine Logik von Klimaschutz. Wir brauchen faire Bedingungen auch im Handel. Freier Welthandel darf nicht zur Unterbindung, zu Lasten der Umwelt oder der Beschäftigten führen. Und für die Stahlindustrie gilt, wenn die Politik in Berlin und Brüssel nicht die richtigen Weichen stellt, dann sind sie verantwortlich dafür, dass die Hochöfen in Deutschland dicht gemacht werden. Stahl ist ein unverzichtbarer Werkstoff unserer Industriegesellschaft. Stahl ist Zukunft und dafür lohnt es sich einzutreten, Kolleginnen und Kollegen. Sicher, gerecht, selbstbestimmt. Gerecht ist, wenn wir Beschäftigten unseren Anteil bekommen. Zurzeit sind einige Gewerkschaften in Tarifbewegungen und haben gerade abgeschlossen. Tarifbewegungen heißen so, weil sie das in Bewegung bringen. Bewegung für mehr Verteilungsgerechtigkeit in diesem Land. Die Metall- und Elektroindustrie ist aktuell in der Tarifrunde. Wir wissen, Wachstum und Beschäftigung fallen nicht vom Himmel. Wir wissen auch, der private Konsum hat den Löwenanteil daran, dass in Deutschland Beschäftigung stabil läuft. Also ist diese Forderung geradezu notwendig und vernünftig. Wir sind es, die Autos, Bügeleisen oder Windeln kaufen. Wir sind es, die Handwerker bestellen oder tanken. Wir sind es, die Handyverträge abschließen oder zum Italiener um die Ecke gehen. Wir sind der Motor der Konjunktur. Ohne uns stottert das Wachstum. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, ist eine gerechte und faire Lohnerhöhung und unsere Forderung von 5% der Metall- und Elektroindustrie mehr als gerechtfertigt. Die Reaktion der Arbeitgeber wird euch wenig überraschen. So meint Rainer Dulger, Präsident von Gesamtmetall, ich zitiere ihn, die Gewinne sind nicht für die Löhne da, aber offensichtlich für die Dividenden der Aktionäre. Tatsache ist, allein die vier größten Mitgliedsunternehmen von Gesamtmetall schütten dieses Jahr an ihre Aktionäre 10 Milliarden Euro an Dividenden aus. Das ist mehr als 5% für alle 3,8 Millionen Metallerinnen und Metaller, Kolleginnen und Kollegen. Und das sage ich, dann gehört das Geld lieber in unsere Taschen als in die Taschen der Aktionäre und dafür treten wir an. Und da bieten uns die Arbeitgeber gerade eine Erhöhung um 1% im Jahr.
Das ist angesichts der Renditen, aber auch der ungezügelten Zugriffs auf die Vorstandsvergütungen eine Provokation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen gibt es auch nur eine Antwort, und die setzen wir seit Freitag, und das heißt massive Warnstreiks. Kolleginnen und Kollegen, sicher, gerecht und selbstbestimmt, es ist nicht gerecht, wenn nicht alle Beschäftigten einen Anspruch auf Tarifverträge haben. Wir müssen leider feststellen, Tarifbindung in diesem Land hat nachgelassen. Ohne Tarif, das heißt, ich muss länger arbeiten und ich verdiene im Durchschnitt ein Viertel weniger. Arbeitgeber, die sich Tarifverträgen verweigern, spielen faul. Statt über gute Produkte und schlaue Innovationen zu konkurrieren, konkurrieren sie über Lohndumping und versuchen, ihre höheren Profite durch schlechtere Arbeitsbedingungen zu erzielen. Das ist eine Unsitte, die wir gemeinsam bekämpfen müssen, über alle DGB-Gewerkschaften hinweg. Denn Kämpfen ist fester Bestandteil nicht nur unserer Tarifrunden. Wir kämpfen für mehr Geld, aber wir kämpfen auch für mehr Tarifbindung, gerade in dieser Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Weil ich bin überzeugt, wir kennen die Geschichte von Hase und Igel. Wir müssen die Igel sein. Wir sind schon da, wenn Tarifflucht beginnt. Wir müssen die Arbeitgeber, uns kann man nicht abschütteln, wenn wir in immer mehr Betrieben mitgliederstark und solidarisch für Tarifbindung eintreten. Und ich kann nur plädieren, uns alle, beide Themen, Verbesserung der Entgelt- und Arbeitsbedingungen, aber auch für alle, und das heißt mehr Tarifbindung, in dieser Rückblick zum Ziel unseres gewerkschaftlichen Handels zu machen. Sicher, gerecht, selbstbestimmt. Zur Lebensqualität einer Arbeitswelt von morgen gehört auch, dass wir Beschäftigte selbstbestimmt arbeiten und leben können. Was meine ich? Der Arbeitsplatz ist Teil des Lebens, Tag für Tag. Wenn wir dort die Erfahrung machen, dass wir besser nicht den Mund aufmachen, dass wir nicht mitgestalten können, dass wir nicht selbst entscheiden können, dann wird uns die Überzeugung genommen, dass Mitstreiten und Demokratie überhaupt etwas bringen. Demokratie funktioniert nur dann, wenn auch Demokratie im Betrieb herrscht. Die Arbeit von Betriebsräten und Personalräten darf unter keinen Umständen beschnitten werden. Im Gegenteil, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Mitbestimmung in diesem Lande. Wir brauchen eine Mitbestimmung, die den Aufgaben der Arbeitswelt von morgen auch gleichgesichtig begegnen kann, Kolleginnen und Kollegen. Ein Beispiel. Selbstbestimmt verlangt auch, dass wir unsere Arbeitszeitregelungen auf den Prüfstand stellen. Wir sind in starre Arbeitszeitmodelle oft noch eingebunden, die aus dem letzten Jahrhundert stammen. Ja, und dabei bin ich ganz ehrlich, wir Gewerkschaften haben die Arbeitszeitpolitik zu lange nicht auf der Agenda gehabt. Jeder Dritte sagt heute in der Metall- und Elektroindustrie, er müsse seine Arbeitszeit oft kurzfristig an die Anforderungen des Betriebes anpassen. Diese Flexibilität, das ist das Paradies für die Arbeitgeber, aber ein Hamsterrad für die Beschäftigten. Wir wollen, dass Flexibilität auch für uns gilt, und zwar ohne, dass man mit dem Chef drum betteln muss. Es geht um mehr Wahlmöglichkeiten und echte Wahlmöglichkeiten in der Arbeitszeit für uns alle, Kolleginnen und Kollegen. Die IG Metall macht sich auf den Weg, eine neue Arbeitszeitkultur zu erfinden. Mit einem neuen Selbstbewusstsein. Mein Leben, meine Zeit, denn die Zeit gehört uns und nicht dem Arbeitgeber, Kolleginnen und Kollegen. Zeit für Solidarität, das ist das Motto des DGBs für den 1. Mai 2016. Und richtig, die Zeit ruft nach Solidarität. Solidarität für eine Arbeitswelt, die sicher, gerecht und selbstbestimmt ein gutes Leben für alle ermöglicht. Solidarität gegen die wachsende Spaltung unserer Gesellschaft in Arm und Reich. Wir wollen gleiche Bildungschancen für alle. Solidarität mit all denen, die unter Krieg, Bürgerkrieg, Elend, Flucht und Verfolgung leiden. Der 1. Mai ist und bleibt der Tag der internationalen Solidarität. Und Kriege stoppt man nicht mit Waffen. Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Reichtum
muss gerechter verteilt werden. Es kann nicht sein, dass wenige Milliardenhäufen werden Millionen an Hunger leiden. Auch dafür steht der 1. Mai, dafür steht der Tag der Solidarität. Hierfür demonstrieren wir heute. Ich danke euch, Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche euch einen guten 1. Mai. Danke für die Zuhören. Blick auf, Kolleginnen und Kollegen.